Es ist ja eine Situation, wie es jede Führungskraft regelmäßig erlebt, dass diejenigen, die man anleitet, in dem, was sie tun, viel besser sind, wie man selber wäre in der Situation. Die Pratobello-Methode richtet sich an Führungskräfte, die ihre Leadership-Qualitäten überprüfen wollen und schauen wollen, wie der Status ist, und dann in kürzester Zeit, in wenigen Stunden oder einem Tag, diese Qualitäten noch verbessern und weiterentwickeln wollen. Das heißt, in diesem Fall, in diesem Setting, bleiben die Führungskräfte in ihrer Rolle und springen in eine andere Welt hinein, sozusagen in die Welt der klassischen Musik, und sind dort Dirigenten von einem kleinen Ensemble. Und wir Musiker arbeiten dann mit diesen Führungskräften gemeinsam. Pratobello ist die internationale Version eigentlich meines Nachnamens, Schönwiese auf Italienisch, auch weil natürlich die Sprache der Musik italienisch ist. Du musst also in diesem Seminar dich in einer komplett fremden Umgebung mit Menschen, die anders denken wie du, die andere Erwartungen haben wie du, als Führungskraft beweisen. Und das ist ein Erlebnis, das erstens sehr praxisnah ist. Wie oft muss man nicht ein zusammengewürfeltes Projektteam führen und den Leuten erklären, was man will? Und zweitens, man bekommt unmittelbares Feedback. Die Arbeit mit einem musikalischen Ensemble fällt definitiv in den Bereich Cross-Learning. Und aus meiner Sicht gehören Managementprogramme genau um solche Punkte erweitert, wo drei Punkte aus meiner Sicht gewährleistet sein müssen. Das erste ist Irritation. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen auf jeden Fall aus ihrer Komfortzone rauskommen. Alles, was außerhalb der Komfortzone läuft, nennen wir Lernen. Mit einer kleinen Gruppe von Menschen etwas zu erarbeiten, mehrmals zu proben und dann auch aufzuführen, ihnen den Gedanken, den du hast, auch nahe zu bringen in diesem ganzen Prozess, das gibt es sonst nirgends in Führungsseminaren. Es ist geradezu verblüffend, mit wie vielen Parallelen zwischen Führungsaufgaben und dem Leiten eines kleinen oder größeren Orchesters man dann im Rahmen eines solchen Seminars konfrontiert wird, wie man feststellt, wie vieles, was man tut, beobachtet wird, wie Kleinigkeiten wie Stimme, wie Bewegung, Körpersprache sofort in der Musik ihren Niederschlag finden und wie unmittelbar man daher Feedback bekommt, was das, was man tut, auslöst. Dazu kommt noch der Umstand, dass man sich mit allen Mitgliedern des Orchesters oder des Quartetts auseinandersetzen muss, weil man sonst sehr deutlich merkt, dass man einige nicht ausreichend berücksichtigt. Wenn man das tut, dann verliert man den Klang des Ganzen. Wir müssen auf die Führungskräfte, auf jede einzelne Person, die da mit uns arbeitet, so sensibel eingehen können, ohne unser Ego da jetzt aufzubauen, dass wir wirklich als ihre Mitarbeiter wertfrei, vertrauensvoll, also sozusagen gemeinsam an einem Ziel, nämlich an einer guten Performance, an einer guten Aufführung, die dann am Schluss auch immer stattfindet, arbeiten können. Die Kollegen sind Universitätsprofessoren hier in Wien, Solisten, Kammermusiker. Da habe ich einen Pool von verschiedenen, wirklich hochkarätigen, tollen Musikern, die eine gute Persönlichkeit und eine gute Sensibilität und auch eine gewisse Erfahrung mit Persönlichkeitsentwicklung haben. Das Feedback, das man von den Musikern bekommt, ist dann natürlich, weil ja letztendlich irgendwo allegorisch. Es bezieht sich ja nicht wirklich auf das, was man tut, sondern es ist über die Musik und über das Gespräch, das man dann hinterher bekommt, ein Feedback, das man sehr viel leichter akzeptieren kann, als das Feedback, das man von Mitarbeitern manchmal kriegt. Meistens kriegt man es ja ohnehin nicht, weil der Respekt zu groß ist. Der zweite Punkt ist Emotion. Musik lässt keinen kalt. In diesem speziellen Fall geht es aber nicht zwingend um die Musik. Man muss auch klassische Musik nicht mögen. Das Risiko ist vorhanden, dass man es nachher gern hat, weil man auch erlebt, wie klassische Musik auch wirken kann. Das Feedback, das ich bei ersten Erläuterungen zu dem Seminar bekomme, ist sehr oft, naja, ich kann nicht Noten lesen. Ja, aber man muss nicht Noten lesen können. So ein 5-Minuten-Stück, so ein Streichquartett, das bekommt man ja ins Ohr. Eine Idee, wie dieses Stück aufgeführt werden könnte, die du selber in die reinlegst in deine Interpretation, die kannst du auch ohne Noten entwickeln. Das dritte ist Relevanz. Für den Auftraggeber fast das Wichtigste. Hat das, was wir dort tun, irgendetwas mit dem betrieblichen Alltag und der Organisation zu tun? Definitiv ja.
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erleben dort, ähnlich wie Führungskräfte ihre Abteilungen zu führen haben, dass sie das Ensemble zu führen haben. Führung heißt für mich, die im ersten Moment erscheinenden Gegensätze, klare Vorgaben und Freiheiten für Mitarbeiter oder für die Ausführenden aufzulösen und so ein Umfeld zu schaffen, das fruchtbar und kreativ bleibt.